Hey, wie geht's zu einer weiteren Folge von FIFA 17 The Journey? Ja, wir sind wieder hier und ja, mal schauen, wie es heute geht. Ich hoffe, es ruckelt heute nicht. Aber ich sehe gerade, dass mein Ding gar nicht noch geht. Meine Güte, ich bin wieder so vorbereitet. Es ist ja unglaublichst, unglaublichst, wie ich hier vorbereitet bin. Ich muss natürlich hier erstmal auf FIFA 17 gehen. Kann ja gar nicht wahr sein, hä? Wait. Ich glaube, ich delete das nochmal. Mache wieder. Boah, ich muss hier gleich neu umstellen. Ich mache das hier mal live für euch, dass ihr das hier sehen könnt. Na, könnt ihr natürlich nicht sehen. Aber ich füge das mal hinzu hier. So. Ein bestimmtes Fenster fassen. FIFA 17. Okay. So, das ziehe ich natürlich jetzt runter. Bap. Und sehr schön, da sieht man jetzt alles. Heute habe ich mal das Hubix ausgeblendet, weil das letzte Mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, es stört irgendwie in diesem LP ein bisschen. Ich persönlich. So, jetzt sind wir hier und jetzt sollte es auch weitergehen. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, in dem Spiel. Ich hoffe, es laggt heute nicht. Wenn doch, dann werde ich nächstes Mal versuchen, ein bisschen eine andere Aufnahmemethode zu finden. Hi. Agent's here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Did you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Mr. Taylor, good to see you. You can call me Michael, all right? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time. And it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Okay. Wir haben tatsächlich ein Angebot bekommen dann. Sehr schön. Aber welches haben wir denn bekommen? Ah, okay, wir haben tatsächlich von sehr vielen Mannschaften was bekommen. Holy shit. Also ich dachte schon, was Swansea 1 bis 6? What? Abstieg vermeiden. Wenn ich ganz ehrlich bin, Abstieg vermeiden wäre mal ein gutes Ziel. Wie gesagt, wenn ich einen schlechten Verein nehme, bekomme ich mehr Praxis. So die Frage. Welche Mannschaft soll ich bloß nehmen? Oh Mann. Die anderen haben so hohe Ziele. The fuck. Aber ich würde sagen, ich nehme den FC Middlesbrough. Habe ich gesagt, ne? Mal einfach mal als Startmannschaft. I'll get the cogs turning my end and get the paperwork ready. You deserve this, Alex. How much is day, Alex? Thank you.
I'm gonna make you proud, Granddad. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way! This is brilliant! Sehr schön, wir sind also jetzt in London. Cool, mal schauen, wie das jetzt läuft. Defensivtraining. Okay. Wait, isn't that? Did he just nod at me? Me more like. Whatever. Hunter, Walker. In you go. Gaffer? Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. We'll give this club everything we've got, Mr. Butler. Everything and some more. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want another one direction you need to go, and it's that way. To the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. Na, mal gucken, was passiert jetzt, ne? Ich hoffe, dass das Spiel wieder nicht Mätzchen mit mir macht. We've got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. See what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school. We're ready when you are, hombres. Children. Yeah, let's teach them a lesson. It's Spanish, yeah? Come on. Ah, geil. Jetzt muss ich verteidigen. Na toll. Das kann ich ja so gut. Shit. Im Training kannst du bestimmten Attributen arbeiten. Du stärkst Skills vor und einzigartige Spieleigenschaften frei. Okay. Who's ready to do a little work today? Come on then. Let's get to it. Reserve grün. Okay. Auswechsel ist orange. Okay. Startelf ist gelb. Alles klar. Ah, so läuft es also. Nochmal Tempo-Dribbling, ne? Also, das sind die heutigen beiden Sachen. Ah, okay. Grätsche bzw. B2-Kampf. Alles klar. Ja, weil ich das auch kann, ne? Oh Gott, ich sehe schon, wie ich verkacke. Ah, das habe ich geschafft diesmal, ja. Sehr schön, ich habe es geschafft mittlerweile. Ah, hat schon gepasst. Finde ich schon mal gut. Sehr schön, fortsetzen.
haben wir das mal geschafft. Und es schaut ein bisschen flüssiger diesmal auch aus auf dem Bildschirm, ne? Neben. Ich hoffe, das stimmt so. Aber das kann ich ja nicht, ne? Ah, das kann man nehmen und C ist das Beste, was ich daraus bekomme. Wo bin ich denn? Ah, hier, guck doch. Sehr schön. Unsere Beweglichkeit geschafft mal. Sehr schön. Gut. Sehr schön. Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro is. Ah, laisse tomber. What? And remember, you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch. Especially, you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. Okay, das klingt gut. Klingt machbar. Schauen, was Social abgeht. Mal schauen mal. Müssen wir haben Berufsverträge. Wir können eine Premium Star werden. Bin ich überzeugt, dass Middlesbrough mit Focus Four jetzt anknüpfen kann. Wo bleiben die Megatransfers? Okay. Mal gucken. Ah, letzte Saison gibt es auch Transfer-News. Okay. Sichtungsläger. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's, ne? Attribute sind 60. Kann ich einen Skillpunkt verteilen? Tatsächlich. Da bin ich also gestiegen mal. Okay. Alter, das ist ja mehr... Was gedacht hier, hä? Was soll das? Würde das machen? Ballkontrolle, Dribbling, lange Pässe. Kurzding, Flanken würde ich gerne mal brauchen. Schade, brauche ich. Okay. 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 Habe ich das mal gemacht? Auch okay. Okay. If you keep staring at me. In the office? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mom. Yeah, I'll be other tours. See? Watch Bob. Hey.
Hi, Mr. Butler. Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Thanks. Well? Yes! You did it, son! Pushing hard enough. I am pushing hard enough. What? Boys, what do you do with all your frequent flyer miles? You had to push him back. It's what we did when we went to Mallorca with Mum and Dad. What about eight, bruv? Reckon the gaff will pick us at the start of the season if we score some goals on this tour. Oh, mate. The first names on the team sheet. Straight to the top with them, huh? Is that how you work it? Press a button, no fair. Wir sind also jetzt in Amerika. Okay. Ja. Vorbereitung. PSG. Krass. Schauen wir mal, ob wir eingewechselt werden. Mit Team oder nur mit Hunter spielen? Das ist die Frage. Das ist echt die Frage. Ich spiele mit dem Team. Wie gesagt, ne? Dann drücken wir mal, ne? Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu diesem Vorbereitungsspiel. Und das könnte heute schon richtig spannend werden. Auf beiden Seiten werden wir Experimente sehen. So, Buschi, zwei Nachwuchstalente auf der Bank heute, Alex Hunter und Gareth Walker. Ja, und für die ist diese US-Tour natürlich eine Riesenchance, vielleicht den Weg ins Team zu schaffen. Schauen wir mal, ob sie heute ihre Minuten bekommen. Und jetzt geht's los hier im Century Link Field. Der Ball läuft gut. Da ist die Führung. Und ein richtig starkes Tor. Das wird mit der Sporting PSG noch gewinnen. So, mal sehen, was hier für PSG noch geht im zweiten Durchgang. Hummel. Hunter und Walker, beide jetzt beim Warm-up. Und das könnte dann gleich ein ganz besonderer Moment für die beiden sein, wenn sie hier erstmals auflaufen. Noch haben wir 30 Minuten in diesem Spiel und jetzt darf sich Alex Hunter zeigen. Es sieht gut aus für sie, sie sind knapp vorne. Und klar, Hunter soll hier nochmal offensive Akzente setzen, wird aber auch nach hinten arbeiten müssen. Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ob ich die 80% schaffe? Wohl kaum. Aber dann kommt doch noch einer dazwischen.
Frage, es ruckelt hier wieder am Nebenbildschirm. Maxwell. Sie ja, üben das tut es. In der Abwehr. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Werde ich wohl ab nächstes Mal. Er holt sich die Flanke, gut gemacht. Hier ein bisschen eine andere Aufnahmemethode sichern müssen. Zurück. Weil so geht das nicht. Alex Hunter. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. So, mal gucken. Jetzt vielleicht Walker. Da passt er auf. Mal schauen, ne? Schauen wir mal, wie die beiden Youngster Walker und Hunter heute zurechtkommen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Beide kommen ja aus demselben Londoner Vorort aus. Freistoß für Paris. Ich finde cool, dass auch die Kommentatoren das einsagen mussten. Der Trainer muss reagieren. Aber sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Die Frage ist auch, ob das jetzt jedes Jahr kommt, ne? Und er gewinnt den Zweikampf. Jetzt Alexander. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Es geht weiter mit einem Abstoß. Ich glaube, das wird nicht so ein geiler Auftakt für mich. Muss ich sagen. Aber wir müssen mit jeder Konsequenz ja leben, ne? Der Ball spielt er raus. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Edinson Cavani! Der Ball ist drin! Da kommt er rein und ja, das ist natürlich Worst-Case-Szenario. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Und jetzt ist hier alles wieder offen. Sie können ausgleichen. Na, jetzt muss ich das Tor schießen, ne? Der Spielverlauf ist völlig offen. Wir werden ein bisschen mehr davon sein. Hunter! Und da hatte er die richtig gute Möglichkeit. Wie ich den verkackt habe, weiß ich es auch nicht. Vielleicht schon zu viel nachgedacht, den muss er eigentlich machen. Wie habe ich denn den versaut? Das gibt's ja nicht, ja. Unglaublich. Oh Mann. Naja, ich glaube, dieses Spiel werde ich nicht überzeugen können. Auf 8-0 vor allen Dingen. Ich glaube, das ist auch so gewollt, okay, dass ich das nicht schaffe. Gute Chance. Hunter! Den spielt er gut. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Na, mal gucken. Wenn ich das geschafft hätte. Cavani. Stambouli. Es gibt Freistoß für PSG. Na, mal gucken, ne? Dembele. Wie das dann hier so wird noch, ne? Das gibt Freistoß, oh, aber Mann. Zeigt auch eine Karte. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Da kommt er raus und hält den Ball. Alex Hunter. Stuani. Sauber vom Ball getrennt hier. Okay. Der Angriff könnte was werden. Fünf Minuten Nachspielzeit. Naja. Das Match kann ich echt nicht überzeugen. Das ist jetzt seine Chance. Und jetzt der Schuss. Normalerweise macht er den doch, oder Buschi? Ja, also das haben wir auf jeden Fall schon ganz anders von ihm gesehen. Gute Möglichkeit. Er versucht's. Schöne Aktion vom Torhüter. Er hält sein.
sein Team im Rennen. Ja, das war's dann mal. Scheint ihm jetzt so gut wie sicher. Und da verlieren sie den Ball. Den spielt er in den Lauf. Ja, das war's dann mal. Oh Mann. Ich weiß nicht, warum es so ruckelt beim OBS. Ich hab keine Ahnung. War ganz ordentlich, was die beiden gezeigt haben. Beide können aber mehr. Naja, ich hab alles versäumt. Naja. Naja. Es war okay. Ein paar gute Spielzüge, ne? Das war cool. £4.5 million, nicht schlecht. Cool. Fast auf 61. Okay, dann mal weiter. Einmal müssen noch ausgehen und nächstes Mal werde ich dann die andere Aufnahmemöglichkeit machen. Auf jeden Fall gegen BVB. Na dann gucken wir mal. Oh, excuse me. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexander. Bis demnächst. Klar, dass Reus kommt. Ah. Oh. Oh. Okay. Ich spiele von Anfang an. Dann spielen wir wieder mit dem Team, ne? Na dann. Mal von Anfang an. Ja, dann gucken wir mal. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier aus dem BC Play Stadium. Und heute heißt es also Middlesbrough gegen Borussia Dortmund. Wie hast du Hunter in seinem ersten Spiel gesehen, Buschi? Er hat ja schon mal angedeutet, was er drauf hat. Aber klar, es geht noch mehr. Der Rasen im BC Play Stadium ist wetterfest sozusagen. Es handelt sich um Kunstrasen. Das gibt es übrigens in drei weiteren Stadien der Major League Soccer ebenfalls. Die Spieler Kunstrasen? Dürfen davon nicht so begeistert sein, die spielen natürlich lieber auf Naturrasen. Okay. Ist ja mal Kunstrasen auch drin, das ist sehr interessant. Das wusste ich gar nicht. Da kann er ihn stoppen. Gareth Walker jetzt. Und er bringt den Ball rein. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Jo. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ball schon wieder weg. Ich weiß gar nicht, was ich brauche heute. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Natürlich geht jetzt mein Headset aus. Was ist denn auch sonst? Das muss ich mal wechseln. Und naja. Das ist natürlich immer ein bisschen doof dazwischen. Aber was soll's? Passiert. So, schnell aus, schnell rein hier. Muss mal gucken. So, hier rein. So. So, und weiter geht's noch, hätte ich gehört. So. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt ist die Kugel weg. So. Vorteil für Bernard geht weiter. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Nee, das war nicht so gut. Weigel.
Ja, stimmt, 6,5 oder mehr für die Teamaufstellung. Stimmt, da war ja was. Naja. Alex Hunter jetzt. Ein gelungener Pass. Macht er ihn. Jetzt Hunter. Und das war knapp, aber es war abseits. Das war aber nicht schlecht, schon mal. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Also mal gucken. Kondowski. Bis er gleich läuft, sonst noch. Ist ein bisschen eine Sache, ne? Jetzt kann er den Ball reinbringen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Aber es ist die Schwierigkeit noch recht moderat, muss ich sagen. Der Freistoß, klare Sache. Und vor allen Dingen spielen beide Mannschaften mit Ersatzspielern, also von dem her. Toro Gayo. Das macht er gut. Und Kagawa. Die Defensive steht. Oh Mann. Da sind Mitspieler frei. Und keine Unterbrechung. Es gibt den Vorteil für Borussia Dortmund. Weigel. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Flagge kommt gut. Und gibt jetzt die Führung. Klatsch, da prallt er vom Posten zurück ins Spiel. Schiri gibt Vorteil. Immer noch Gareth Walker. Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. So, was gibt's jetzt hier? Gelb? Okay. Schiri zeigt ihm Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Philipp Bernard am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Flanke abgefangen. Gut gemacht vom Abwehrspieler. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wir haben schon ein paar gute Chancen hier. Aber mal gucken. Gut, weiter Walker. Das ist riskant. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Okay. Sehr aufmerksam, die Flanke gut abgefangen. Ball draußen, gibt Ecke. Bei Alex Hunter müssen wir natürlich auch über die Familie sprechen. Der Großvater Jim Hunter ist eine englische Fußballlegende aus den 60ern. Wäre ja fast bei der WM 1966 dabei gewesen. Auch sein Vater Harold war Profi, auch wenn seine Karriere verletzungsbedingt nicht lange dauert. Naja, das stimmt. Das Kagawa. Aber bis jetzt durchaus okay die Leistung. Aber es kann sein, dass sie ausgewechselt werden. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir hier ein bisschen mehr Leistung drauflegen. Das heißt ja nicht, dass wir ein ganzes Match spielen. Das kann ja auch sein, ne? Dass ich ausgewechselt werde. Aufgrund meiner Fehlleistung in der ersten Halbzeit. Also vor dem her. Ja, wir müssen 7 in der Wertung haben. Geht weiter, müssen wir noch irgendwie schaffen. Steiges Spiel, gute Idee. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ich brauche noch irgendwie einen Pass, dass ich nicht ausgewechselt werde. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und nun ein Schuss. Nee, der ich glaube, ich wurde ausgewechselt. Verdammt. Zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Naja. Erste Hälfte, das war's mal, ne? Was denkst du, Buschi? Welches Team setzt sich am Ende durch? Ja, gute Frage, Wolf. So, jetzt habe ich mein Ding wieder reingetan, mein Akku. Es kann sein, dass ich jetzt ausgewechselt werde. Mal gucken, was jetzt passiert, oder... Ah, ich komme noch. Kommentiert deine Leistung vorauf für die Partie. Okay. Er lässt mich noch spielen. Gut. Jetzt gibt's einen Wechsel beim BVB.
Ah, jetzt kommt Reus rein. Natürlich, der wird wahrscheinlich ein Tor schießen. Geskriptet. Spielt der Ball direkt zurück. Weiß nicht, warum ich hier die Frame-Einbrüche habe die ganze Zeit. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht. Ah, ich weiß warum. Kann ich das hier einstellen? Ich weiß, wo ich das einstellen kann. Ah ja, ich weiß schon. Ich werde es mal ausprobieren nachher mal. Okay, ich weiß, wo ich wahrscheinlich ausstellen kann. Ja, gut. Okay. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten Sie die Defensive überraschen. Joseph Claudio. Tja, da haben wir mal ein Tor bekommen. Nichts zu machen für den Torhüter, der Ball geht knapp unter die Latte. Da kannst du im Grunde nicht rankommen, ein super Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Da kannst du nichts machen. Ein bisschen hat es ja gedauert, aber jetzt können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen. Alex Hunter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie suchen die Lücke. Gute Aktion, gut geklärt. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Ah, jetzt komme ich raus wahrscheinlich, ne? Nee, doch nicht. Es gibt eine Auswechslung bei Borussia Dortmund. Alex Hunter. Bernard. Jetzt haben sie den Ball. Nicht so geil. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Er ist frei, da kann was draus werden. Im BVB habe ich echt keine Schnitze. Was macht er jetzt? Kagawa. Boah, da ist der geglaubt, Torwart da, gut gemacht. Ecke für Borussia Dortmund. Und Schein. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Jetzt könnte der Pass kommen. Kagawa. Der wäre gut gekommen, okay, aber so. Der Schuss wird abgeblockt. Abgepfiffen die Aktion. So ein Foul. Verstoß gegen Dortmund. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen, will neue Impulse setzen. Also ich habe mein Ziel noch nicht ganz erreicht. Es kann sein, dass ich dann nächstes Spiel wieder nicht spiele. Oder ausgewechselt werde noch. Das kann natürlich auch sein. Reus bekommt die Hilfe. Götze mit dem Schuss. Wichtig, okay. Den Ball hat er sicher. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, das wird wahrscheinlich wieder ruckeln beim bei der Aufnahme ist wie sonst was. Entschuldige mich jetzt schon am besten. Götze am Ball. Ich muss da irgendwie eine Alternative finden. Nuri Sahin am Ball. Geht vielleicht was über Mario Götze. Götze! Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. Jetzt Negredo. Sieht gut aus, der Pass kommt. Vielleicht jetzt. Und das muss ein Tor werden. Das Tor und jetzt ist jawohl. Das Spiel wieder offen. Sehr schön. Das war wichtig, das war wichtig. Gut gemacht, den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Da musst du einfach den zweiten Ball verhindern. Jetzt kommt der Wechsel. Okay. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ich bin also noch da. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. So, ich als 7,5. Und jetzt gibt's schon mal gut. Dortmund.
Jetzt wollen sie das Mittelfeld mit langen Bällen überbrücken. Sie brauchen hier das Tor. Sie müssen es erzwingen. Und jetzt wollen sie das Tor hier erzwingen. Werfen alles nach vorne. Mal sehen, ob sie Glück haben und irgendwie noch einer passt. Alex Hunter. Jetzt müssen sie aufpassen. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Schießt er ihn rein. Sie wollen die Führung, aber die Chance vergeben. Er sieht müde aus. Vielleicht wäre jetzt ein Wechsel sinnvoll. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. So. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Kein Sieg heute. 1:1 der Endstand. Trotz weniger Ballbesitz holen sie hier ein Unentschieden. Ja, der Gegner hat aus der Überlegung. Ja, sehe ich okay. So schön. Das war anscheinend beeindruckend. Jetzt ging Real noch, Alter. Holy shit. Aber das werde ich auf jeden Fall nächstes Mal machen. Dein Server geht hoch. Sehr schön. Bin schon auf 61. Gut, ich habe 2 Skillpunkte zu vergeben. Gehe ich echt mal auf Schuss hier. So. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Oder? Kommt da noch was? Kommt aber mal nicht. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.